Es tut mir leid. Ich gehe mal schlafen, ja? Ich höre nicht mehr auf das Gewasser. Ich gehe auch in meine Hütte, die man mir geschenkt hat. Außer dass jetzt alle auf mich böse sind. Ich halte mich da lieber raus. Uiuiui. Hab ich gespeichert? Ich speichere mal lieber einen auf dem neuen Spielstand. Wo ist das? Okay. LP6. Mal gucken. Sind die mir noch böse? Oder ist alles cool? Wenn jetzt noch nicht wieder alles cool ist, dann muss ich euch mal einen Typen vorstellen. Dum, 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 dum. Hallo? Alles cool bei euch? Ja, alles gut? Hallo Grimm. Grimm? Für Gomez. Für Gomez. Hey Mann! Lass uns den kleinen Streit vergessen, okay? Liebend gerne. Ich wollte ja gar nicht aufs Maul hauen. Bin halt irgendwie ausgerutscht auf der Taste. Aber ich kann euch den Jungen trotzdem mal vorstellen. Für Gomez. Wie steht's denn so? Seit ich aufgehört habe, in der Mine zu arbeiten, lässt es hier richtig gut leben. Und woher kriegst du dein Erz? Ich helfe Leuten, die Probleme haben. Wenn du hier Ärger mit einflussreichen Leuten hast, kann ich dafür sorgen, dass die Sache wieder ins Lot kommt. Wenn ich hier Ärger habe, kannst du mir also helfen. Wie? Nun, sagen wir mal, du hast Ärger mit Torus. Du solltest es besser nie dazu kommen lassen, aber man weiß ja nie, was passiert. Torus kann ziemlich stur sein. Wenn du dir es einmal mit ihm verscherzt hast, redet er nicht mehr mit dir. Das ist schlecht. Denn als Neuer bist du auf ihn angewiesen. Also kommst du zu mir. Ich kenne eine Menge Leute hier, die Einfluss auf Torus haben. Die legen ein gutes Wort für dich ein und Torus ist wieder auf deiner Seite. Natürlich wollen die Jungs dafür Erz sehen. Dein Erz. Und ich kümmere mich darum, dass dein Erz die richtigen Leute erreicht. Okay. Also, wisst ihr Bescheid? Wenn ich mal Ärger habe, dann müssen wir zu Grimes gehen. So hieß er, glaube ich, gerade. So, Sly, Butler. Ich gehe jetzt mal zu Graham. Hey, Bloodwyn. Hey, du. Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Ach, na gut, hier. Ich hab's mir überlegt. Ich würde doch gern die 10 Erz bezahlen. Na siehst du, du kannst ja doch die richtige Entscheidung treffen. Von jetzt an zahlen wir schön brav täglich unsere Unterstützung, ja? Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen, während du hier im Lager bist. Wir passen auf dich auf. Keine Glückwünsche von wegen, ey, du bist jetzt für Gomez. Für Gomez. Wir sehen uns. Mach dir keine Sorgen. Spasti, dich bin ich noch rum. Ey Graham, gib mir eine Karte. Auf zu saufen und saufen und gib mir eine Karte. Für Gomez. Für Gomez. Ich würde gerne eine Karte kaufen. Klar. Was suchst du? Je mehr drauf zu sehen ist, desto teurer sind die Karten. Zwangsläufig, ne? Karte der Kolonie, besichertes Lager, Skizze. Skizze will ich haben und Kolonie der Karte will ich auch. Kolonie der Karte. Karte der Kolonie, würde ich sagen. Ich kann dich ja mit Schwertern bezahlen. Hm? Wie sieht's aus hier? 102 Schwerter und dann nochmal 10 Erz. Zufrieden? Gut. Gucken wir uns mal die Skizze an. Upala, Quatsch, so. Ui, FSK 18, nicht gucken. Das ist ein kleines Easter Egg. Hat er nämlich selber gemalt. Das ist ein kleines Easter Egg. Hübsche Frau, finde ich. Gefällt mir. Wenn mal ein Mädel so für mich irgendwie auf dem Tisch stehen würde. Kann ich da mal vorbei? Kein Problem. Nein, ich muss mich an dem Bild ergeilen. Geh weg. Nicht schlecht. Nicht gut. So, wollen wir uns mal die Karte der Kolonie angucken?
Können wir mal sehen, wie das so aussieht so. Ne? Das große in der Mitte, das ist das alte Lager und jetzt rundherum sehen wir oben links, beziehungsweise links ist das neue Lager und rechts ist das Sumpflager. Und dieses gestrichelte, dieser gestrichelte Kreis rundherum ist die Barriere. Und wir wollen jetzt ins Sumpflager, ganz offiziell. Ganz offiziell wollen wir ins Sumpflager. Weil da steigt jetzt nämlich eine dicke Party. Haben wir von Raven erfahren. Und da müssen wir jetzt hin. Ach nee, du hast ja nix. Die Butlerhose hat uns 15 gebracht und jetzt haben wir 40. Das sind 25 mehr. Das ist eigentlich ziemlich gut, ne? 25 mehr und ich meine, unsere Hose hat ja schon ein bisschen was abgehalten. Nee, warte. Oh, 500 fehlen mir noch. Das hole ich mir mal eben von den schwarzen Goblins. Ich glaube, jetzt durch meine super geile Rüstung kann ich hier ein bisschen was einstecken. Wie viel Leben habe ich überhaupt? 146 Leben habe ich, okay. Ich kann auf jeden Fall ein bisschen was einstecken jetzt dadurch. Und mal gucken, ob ich die schwarzen Goblins da hinten schon kaputt gekloppt kriege. Zumindest die, die draußen stehen. Die in der Höhle, also da sind bestimmt noch welche in der Höhle. Die möchte ich noch nicht, aber zumindest die, die draußen stehen. Da habe ich Bock drauf, mal gucken. Ich speichere natürlich ganz offiziell vorsichtig, wie immer. LP6. Ja, weiter das mal mit Strich Schatten. Ist ja auch alles wieder Knorke bei uns im Lager. Niemand ist mir mehr böse. Ich mache euch jetzt richtig fertig. Richtig fertig. Zack. Zack. Hallo, hallo, ich würde ganz gerne... Das ist wesentlich einfacher geworden. Ist ja auch wieder ein bisschen Schaden genommen. Oh, da kommt einfach mal raus, okay. Aber kein Problem für mich. Ich finde schön, dass ich sie one-hitten kann, dann ist es nicht ganz so... Dann lasse ich sie einfach nur angelaufen und hau einmal kräftig drauf mit meiner Axt. Das war schön. Und wir haben Level up gemacht. Level 9, ich war ja Level 9. Man kann ab Level 5 kann man sich einer Klasse bzw. einem Lager anschließen und wir haben uns jetzt mit fast Level 9 einer Lager angeschlossen. Das ist eigentlich ziemlich gut. Ich glaube im Schnitt, früher habe ich das auch immer mit Level 8, Level 9 gemacht. Umso öfter man es spielt, umso mehr Ecken und Winkel erkennt man und lernt man kennen. Um noch ein paar Erfahrungspunkte abzugreifen. Und so öfter man es spielt, umso mehr Erfahrungspunkte. Wow, schon wieder. Erreicht man, bevor man sich einem Lager anschließen kann. Das ist natürlich auch, wir hätten jetzt natürlich noch bis Level 10 machen können. Aber dann hätten wir einfach durch die Wälder streifen müssen und halt Scavenger, Wölfe und so killen müssen. Dann hätten wir auch locker Level 10 geschafft, aber warum sollten wir so? Das hätte euch wahrscheinlich eher ein bisschen gelangweilt und es hätte auch nicht wirklich zu einem Ziel geführt, weil wir sind jetzt schon so stark. Wir könnten es jetzt schon mit so einem Templer aufnehmen. Wahrscheinlich. Das nie ausprobiert. Es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Gut, dass du da bist. Ich habe Neuigkeiten. Ich hoffe, gute Neuigkeiten. Unsere Bruderschaft plant etwas ganz Großes. Was plant ihr denn? Den Ausbruch? Die Gurus versuchen, Kontakt zum Schläfer herzustellen. Aber sie brauchen etwas, um ihre Kräfte zu bündeln. Ja und? Sie brauchen einen magischen Gegenstand. Einen Fokus. Was kann ich dabei tun? Sprich mit Iberion. Er ist der mächtigste Mann hier. Dies ist die Gelegenheit, seine Gunst zu erringen. Wo finde ich ihn? Geh zum Tempel. Er kommt selten dort heraus. Wahrscheinlich fühlt er sich in diesem kalten Gemäuer dem Schläfer näher. Gut. Der Schläfer möge dich behüten. Kapitel 2. Das Nest der Mindcrawler.
Oh, das Tauchen ist aber schrecklich. So, dann wollen wir mal zu Iberion. Jetzt könnten wir Gomez sogar sagen, dass wir Kontakte zu Iberion haben. Halt! Betreten des Tempelberges nur mit Erlaubnis eines Gurus. Der Novize Lester schickt mich. Ich soll Iberion meine Dienste anbieten. Lester ist vertrauenswürdig. Ich kenne ihn. Du kannst passieren. So, mal gucken. Was Iberion so von mir will. Ah, der hat hier eine Frau stehen. Natalia. You're not allowed to talk to us. Komisch. Okay. Was ist hier so? Oh, ein Buchständer. Hab ich da was von, wenn ich den lese? Nee, bringt mir nichts. Schade. Oh, da ist noch eine. Chani. Die hat aber einen afrikanischen Touch, ne? Du magst es exotisch, Iberion. You're not allowed to talk to us. Du magst es exotisch. Du alter Lüstling. Aber es sind ja Sektengründer alle, ne? Also die sind ja alle so Lüstlinge ohne Ende. Und halt irgendwie jeder Sektenführer in irgendwelchen Kacksekten hat ja 3 Frauen pro Finger. Sei gegrüßt, Meister Iberion. Ach, du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Wir haben uns noch nie gesehen. Und ich dachte, nun gut, was willst du? Mir kam zu Ohren, du suchst etwas. Das ist richtig. Wir brauchen einen magischen Fokus. Wir haben den Novizen Nyras losgeschickt, um den Fokus zu holen. Doch er ist bisher nicht zurückgekehrt. Du könntest für mich nachsehen, was passiert ist. Was hat es mit dem Fokus auf sich? Es ist ein magischer Gegenstand, der unsere geistigen Kräfte vereinigen wird. Es handelt sich dabei um einen der 5 Fokussteine, den die Magier zum Errichten der Barriere benutzt haben. In einer Vision sah ich, dass wir uns die Kraft eines Fokus zunutze machen müssen. War wohl eine ziemlich spannende Vision. Meine Vision war ein Zeichen vom Schläfer. Mit dem Fokus können wir ihn erreichen. Ich werde den Fokus zurückbringen. Nimm diese Karte hier. Dort ist der Ort des Fokus verzeichnet. Wo soll ich suchen? Wenn du das Lager verlässt, wende dich nach rechts und steige hinauf zur großen Klippe. Dort, hinter dem Wald, wo du das Meer sehen kannst, wirst du den Fokus finden. Okay. Tschüss, Natalie. Verlass mich nicht. So, gut. Wir haben unsere neue Quest. Ist kein Problem. Wir können ja mal, der Fokus gerade von Iberion. Das ist der Weg. Der Weg ist gar nicht so schwer. Ist quasi da oben, hier oben. Nur, dass ihr es mal gesehen habt. Da wir relativ schnell schwimmen können, ist, glaube ich, der Weg kürzer hier. Wir sind jetzt auch in Kapitel 2. Sprich, die ganzen... ich glaube, die ganzen Tiere sind jetzt wieder respawned. Die ganzen Monster hier in dem Wald. Da siehst du, da sind schon die Murlocs. Perfekt. Aber ich glaube, die respawnen nicht, sondern die kommen einfach dazu. Eins. Zwei. Sprich, also Monstergruppen, die ich liegen gelassen habe, bleiben nicht unverändert, sondern da kommen dann trotzdem neue Tiere zu. Waren wir hier gar nicht drin?